Ich bin Olaf Gladiator, genannt Ali, Betreuer bei der ersten Herren des SC4 in Marschlande. Man ist auch zum Fußball gekommen, durch die Schule. Im Kind hat man mit Mitschülern oder was wurde Fußball gespielt. Und dann kam natürlich der Verein dazu, die ersten waren im Verein. Und dann bin ich logischerweise auch in den Verein mit eingetreten, das war 1973. Damals hieß es der TSV Kirchwerder, der dann 1999 der SCVM überging und bin natürlich immer Verein geblieben. Drumherum ist es natürlich so, dass früher nach dem Training, gerade am Donnerstag, wurde es halt 12:12, bis die Letzten gegangen sind. Und heute ist es halt so, die trainieren und wenn auch nicht mehr Besprechungen sind, die halbe Stunde nach Spielschluss weg. Das ist irgendwie anders geworden. Die ganze Generation ist irgendwie anders als zu unserer Zeit. Natürlich habe ich den Kicker abonniert. Wie gesagt, war ich dann das erste Mal im Lernen 1981 und bis heute. Und dann, gut, da kauft man sich das Sportmikrofon. Das ist ja, was weiß ich, 10 vor 20 Jahren irgendwann gekommen. Da ist dann Amateurfußball drin. Die Sportbild habe ich dann abonniert. Und vor 2 Jahren haben die Jungs mir 11 Freunde zum Geburtstag als Abonnement geschenkt. Und das wird dann jedes Jahr erneuert vom Kartenclub, ne? Wo es ist ja immer. Dann habe ich natürlich beim HSV eine Dauerkarte. Bei St. Pauli habe ich mir die lebenslang geholt. Das war damals ein echtes das Geschenk oder was. Dann habe ich noch in Bremen eine Dauerkarte seit 88. Das war damals mit der Champions League. Musste ich mir die kaufen, damit man Karten für die Champions League kriegt. Und seitdem habe ich sie behalten. Gut, wir waren 4 Jahre in der Oberliga, das immer irgendwo gegen Abstieg gespielt, aber die ersten 2 Jahre haben wir es eigentlich relativ gut hingekriegt. Im 3. Jahr war das dann knapp und im 4. Ja, das war natürlich dann ganz übel, wo eigentlich schon feststand, dass wir im November oder was ist, absteigen, weil wir da ja auch 10 Spiele was in Folge verloren haben. Und dieses Jahr wird sich das alles neu aufstellen. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt wieder mal mit einer Truppe spielen, die mehr oder weniger von hier kommen und nicht bei uns sind, weil wir hoch Fußball spielen, sondern weil sie von hier kommen. Und das ist einfach viel schöner. Ne? Also das ist jetzt schon sehr deprimierend gewesen. Auch wenn du ja, die Hoffnung hast, wo du irgendwie weißt, du heute spielst du gegen einen, dann wirst du wieder verlieren. Das ist einfach so. Naja, es geht immer weiter. Ne? Und beim Verein bleibt man eben verbunden, also ich jetzt zumindest. Ne? Ich bin SCVM, das wird's nichts.